Ich fühle mich stolz, die Uniform tragen zu dürfen und dass ich sie auch sonst schon getragen habe, weil das ist ein Zeichen der Freiheit für mich. Ich habe damit früh im Kalten Krieg bei der Bundeswehr gedient und somit die Freiheit für uns erhalten und auch jetzt, dass ich bei der Bundeswehr noch arbeiten darf und ich mich stolz zeigen kann, dass ich noch zugehörig bin zur Bundeswehr und zu den Soldatenfamilien. Hier trage ich die goldene Schützenschnur, das heißt für besondere Schützenleistungen. Es gibt an der Wand vorne habe ich noch die silberne und die bronzene hängen. Dann habe ich hier das Zeichen dafür, dass ich in der dänischen Einheit war. Ich war als Techniker eingesetzt. Und hier habe ich noch Hochwasserzeichen, da war ich im Hochwassereinsatz für die Bundeswehr. Die gelben Borden, das ist für die Unteroffiziere mit Bordeaux B, also das heißt, ich bin in einem Feldwebeldienstgrad und deswegen sind hier diese Borden dran. Ich bitte alle jungen Leute, schaut euch mal bei euch an die Soldatenvereine um. Ob ihr bei der Bundeswehr wart oder nicht, lernt die Kameradschaft kennen. Denn die Kameradschaft, die kann ich nicht am Computer erleben oder mit einem Telespiel oder einfach irgendwo so, sondern man lernt Leute kennen, man lernt zusammenhalten, man lernt zusammen was zu unternehmen. Man lernt fürs ganze Leben und man erlebt was zusammen. Und es ist einfach ein schönes Leben, wenn man gemeinsam was unternimmt. Das, was man früher bei der Bundeswehr gelernt hat, die Kameradschaft, die geht bei denen, wo dabei waren, nicht verloren. Und das kann man auch als Nichtgedienter lernen, wenn man damit macht. Daher bitte ich, geht zu euren Vereinen, haltet dazu und haltet sie am Leben.